ist das offiziell vom Hersteller hergestellt worden, die Maschine? Ja. Aus welchem Jahr stammt die? Das wird wahrscheinlich die gleichen Produktionsjahre haben wie die Zeit. Also frühe 90er. Genau, erste Hälfte 90er. Und war so Zielgruppe einfach so ein bisschen als teurer Nerd-Gag für die Bezieher der Rechner? Na, ich nehme an, dass Leute, die da eine größere Anlage gekauft haben, wie zum Beispiel Flugsimulator oder sowas, die haben das Ding dazu bekommen. Ja. Und später, das kann man hier auf dem Datenblatt auch lesen, wurde es dann für 1790 D-Mark auch verkauft. Ja. 790 für eine Espressomaschine. Naja, jetzt kostet eine gute Espressomaschine auch so 1000 Euro. Passt schon. Ich hoffe, dass sie auch